Hi. So, nach 2 Wochen Pause bin ich wieder da. Und heute geht es um Lebensmittel, die für uns völlig normal und sogar gesund sind. Aber diese Lebensmittel darf dein Hund überhaupt nicht essen. Die letzten beiden Wochen konnte ich einfach keinen Podcast aufnehmen. Und aus dem Grund, weil mich die aktuelle Situation in der Welt sehr mitnimmt. Und ich finde es total merkwürdig, jeden Tag mein Leben zu leben und arbeiten zu gehen, als ob alles normal wäre. Ja, und so habe ich dann tatsächlich nur die Dinge gemacht, die unmittelbar mit meiner Selbstständigkeit zu tun hatten. Und ich finde, um einen Podcast aufzunehmen, sollte auch eine gewisse gute Stimmung da sein, da ich dir auch eben etwas Positives mitgeben möchte. Und ich hatte auch vor einigen Wochen angefangen, meine Selbstständigkeit weiter auszubauen. Und da ist im Moment vieles, das direkt meine Aufmerksamkeit benötigt. Und ja, leider hat der Tag keine 48 Stunden. Und wenn er 48 Stunden hätte, ja, dann wüsste ich ganz bestimmt, diese voll und ganz auszunutzen. Also ja, wäre es wahrscheinlich ganz genauso wie jetzt auch. Dann schauen wir uns doch die wirklich gefährlichen bis sogar tödlichen Lebensmittel für deinen Hund an. Als erstes habe ich Alkohol. Und ja, wir wissen, Alkohol ist so immer so eine kleine Vergiftung für unseren Körper, wenn wir den zu uns nehmen. Und Alkohol kann aber auch sehr giftig sein, eben für uns und für unseren Hund. Und du musst auch ganz arg darauf achten, pflanzliche und homöopathische Tropfen haben oft auch Alkohol als Lösungsmittel enthalten. Symptome, die auftreten können, wenn dein Hund zu viel Alkohol zu sich genommen hat, sind eben Atemnot, Erbrechen und auch Krampfanfälle. Die Gefahr ist einfach eine chronische Leber- und Nierenschädigung. Als nächstes ist die Avocado auf der Liste und ich selber esse Avocado unheimlich gerne. Aber für den Hund ist es gar nicht gut. Zum Beispiel der Kern bei der Avocado, da besteht eine Erstickungsgefahr. Und außerdem ist auch das Fruchtfleisch für deinen Hund nicht wirklich bekömmlich. Es ist noch umstritten, wie schädlich Avocado-Fruchtfleisch für Hunde ist, aber es ist absolut nicht gut. Symptome können nämlich zum Beispiel sein Atemnot, Herzrasen und auch ein Wasserbauch. Daher vermeide das einfach. Dann hätten wir auch den Knoblauch. Und ich liebe ja Knoblauch. Und oft hört man auch, dass man Knoblauch dem Hund geben kann, weil es gegen Zecken hilft. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, ob da wirklich eine Wirkung da wäre. Gut, man weiß ja, wenn wir Knoblauch essen, dann ja, riechen wir oftmals danach auch etwas anders. Daher könnte das theoretisch schon sein. Aber Knoblauch, egal in welcher Form, ob roh, gekocht, gegrillt, geschält, getrocknet oder in Pulver oder auch komplett frisch. Da enthält Knoblauch gewisse Schwefelstoffe. Und genau diese Schwefelstoffe zerstören die roten Blutkörperchen. Und es führt dann zu Blutarmut. Und so eine schädliche Menge können sogar ca. 5 Gramm pro Kilo sein. Also bei kleinen Hunden geht es relativ schnell. Symptome wären Blut im Urin, Blutarmut, Blutbildveränderungen, blasse Schleimhäute, Durchfall, Erbrechen, Gelbsucht und keine Wasser- und Nahrungsaufnahme. Also auch hier aufpassen, wenn du in der Küche bist und kochst. Dann kommen wir zu den Obstkernen. Ja, mein Hund liebt ja Apfel und die isst es auch immer komplett. Also wenn sie irgendwo einen Apfel findet, der wird alles gegessen, nur der Stiel nicht. Und gerade Obstkerne von Aprikosen und Pflaumen sind zum Beispiel sehr scharfkantig und das führt dann oft zu Verletzungen der Darmschleimhaut. Und wenn dein Hund zum Beispiel zu viele Kerne isst, und dann kann das sein, dass er zu einem Darmverschluss kommt, weil er dann zu viele Kerne auf einmal zu sich genommen hat. Und bei kleinen Hunden könnte auch schon bei nur einem Kern ein Darmverschluss entstehen. Und werden die Kerne zerbissen, wird die Blausäure aus dem Inneren des Kerns freigesetzt.
ja, alles nicht so ganz gut. Symptome wären zum Beispiel Atemnot, starkes Erbrechen, Durchfall, Krämpfe und neurologische Symptome. Die Gefahr darin wäre zum Beispiel eine akute Vergiftung, Darmverletzung und auch Darmverschluss. Ja, ich esse relativ wenig Fleisch, das weißt du ja mittlerweile schon. Aber auch ich mag sehr gutes Fleisch, wenn es dann irgendwie ein spezielles vom Bio-Bauern ist. Oder wenn wir mal essen gehen und dann habe ich auch mal Lust auf ein schönes, gutes Rindfleisch. Es gibt ja auch ein gutes Schweinefleisch und gerade Schweinefleisch im rohen Zustand kann den Oyezki-Virus enthalten. Das habe ich dir auch schon in ein paar Folgen vorher erzählt, als es ums Barfen so ein bisschen ging. Und nicht nur rohes Schweinefleisch, sondern auch Wildschweinefleisch kann diesen Virus enthalten. Und die Erkrankung ähnelt zum Beispiel einer Tollwut und daher wird sie dann auch Pseudowut genannt. Symptome wären Krämpfe, Schaum vorm Maul, Ticks, Tobsuchtsanfälle und auch eine Wesensveränderung. Also hier ganz aufpassen, gerade wenn du barfst, solltest du hier auf jeden Fall das Fleisch kochen. Sonst könnte es sein, dass der Virus mit dabei ist. Und wenn ich dann als Arzt vor der Couch sitze, mache ich mir oft eine Nussmischung mit Rosinen oder Trauben. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Also nicht jede Nussart darf ein Hund essen und vor allem auch keine Rosinen und Weintrauben. Denn Rosinen und Weintrauben enthalten zum Beispiel Oxalsäure. Und manche Rassen haben eine Veranlagung für eine Unverträglichkeit. Und da führt dann die Aufnahme von Oxalsäure zu lebensgefährlichem Nierenversagen. Symptome hierbei wären zum Beispiel Erbrechen, Lethargie und Nierenversagen. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingssucht, der Schokolade. Hier gilt es aber bei Schokolade, Kakao und auch Kaffee. Es gibt ja ganz viele, die sehr gerne Kaffee trinken. Ist auch nicht gut für deinen Hund. Zum Beispiel in Schwarztee, Kaffee und Koffein ist Theobromin enthalten und das ist für deinen Hund sehr gefährlich. Wenn ein kleiner Hund eine komplette Schokoladentafel essen würde, ist das für ihn schon sehr gefährlich. Und meistens frisst der Hund auch die Alufolie mit. Das kann ich übrigens bestätigen. Es ist einmal passiert, dass mein voriger Hund, der nie an sowas ranging, dann mal zu Weihnachten dachte, ach, da steht so ein Schoko-Weihnachtsmann rum, den esse ich mal und da ist wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Ging doch mal gut, war zum Glück ein großer Hund. Aber auch sowas, da muss man echt aufpassen. Wenn man das mal vergisst, wir waren noch kleine Kinder, die öfter mal was rumstehen lassen, ja, und dann ist es passiert. Gerade Alufolie ist für deinen Hund nämlich ebenfalls sehr giftig und je dunkler die Schokolade ist, je höher ist der Theobrominwert. Symptome wären dann Atembeschwerden, Durchfall, Erbrechen, Krämpfe, Pulsbeschleunigung und auch Zittern. Kommen wir zur letzten Zutat, die nicht gut geeignet ist. Das wären zum Beispiel Zwiebeln. Und egal in welcher Form, auch hier roh, gekocht, gegrillt, geschält, getrocknet, in Pulverform oder frisch. Egal wie, Zwiebeln enthalten gewisse Schwefelstoffe. Und diese Schwefelstoffe zerstören die roten Blutkörperchen. Und dies führt wiederum zu Blutarmut, wie schon ein paar Zutaten vorher. Als eine schädliche Menge können da ca. 5 Gramm pro Kilo angesehen werden, also auch hier die 5 Gramm. Und das ist bei kleinen Hunden auch ziemlich schnell erreicht. Symptome wären hier Blut im Urin, Blutarmut, Blutbildveränderung, blasse Schleimhäute, Durchfall, Erbrechen, Gelbsucht und eben auch keine Wasser- und Nahrungsaufnahme. Die ganzen Zutaten habe ich dir auch in einem kostenfreien E-Book zusammengestellt. Dort hast du dann auch eine bildliche Übersicht, die du zum Beispiel an deinen Kühlschrank hängen kannst. Und so weiß dann jeder im Haushalt Bescheid, was euer Vierbeiner absolut nicht essen darf. Und das E-Book bekommst du zugesendet, natürlich kostenfrei, wenn du dich zum Newsletter einträgst. Und den Link dazu packe ich dir in die Notes.
Ich wünsche dir und deiner Familie und deiner Fellnase eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Deine Jasmin, Jimmy und Chiara.